Ja, nach meinem doppelten Schienbeinbruch hat es mich nun mit meinem demselben Bein nochmal erwischt. Und zwar ein Meniskusschaden, der heute vor einer Woche operiert worden ist vom Professor Dr. Hans Gessner hier in Saalfeld. Und ich glaube, es ist sehr gut verlaufen, die Operation. Es ist eine Verletzung, die ich schon längere Zeit mit mir herumschleppe. Und zwar habe ich mir im Training eine Bänderzerrung zugezogen, die nie wieder richtig verheilt ist. Und ich hoffe und wünsche, dass ich natürlich noch einmal auf den grünen Rasen laufen kann. Und ich hoffe auch, dass das nicht mein Abschied sein wird. Ich hoffe, dass ich Anfang Mai meinem Club wieder zur Verfügung stehe und in der Endphase der Meisterschaft wieder mitmischen kann. Meine Position als Mittelstürmer wird sicherlich der Martin Göbel übernehmen, der noch ein junger, drangvoller Spieler ist. Ich rechne damit, dass unser Cheftrainer sich etwas einfallen lässt und glaube, Jürgen Pomarenke wird meine Position innerhalb der Mannschaft einnehmen. Da kann ich auch nur wünschen und hoffen, dass meine Mannschaft, der FC Carl Zeiss, in den nächsten 13 Spielen sich so hält wie in der ersten Serie. Ich hoffe, dass sie den ersten Platz beibehält. Ich glaube, dass wir, wenn wir die ersten Spiele der zweiten Halbserie gut überstehen, wieder ganz vorne landen werden. Ja, ich hoffe und wünsche, dass sich die Mannschaften, die Kontrahenten, die sich gegenüberstehen, fair, diszipliniert verhalten und dass diese unfaire Spielweise manchmal über den Grenzen des Erlaubten hinausgeht, doch abgestellt wird und dass sich die Mannschaften besinnen auf ihre spielkulturelle Möglichkeiten und dass sie doch das Technische mit dem Kämpferischen besser nutzen sollten. Ich erwarte, dass es in der Oberliga wesentlich fairer zugeht und die spielkulturelle Seite dadurch erhöht wird und dass die Zuschauer wieder mehr Freude am Fußball haben.